Ja, moin Leute, willkommen mal wieder zu einem neuen Video seit ein paar Monaten. Und zwar gibt es heute Bruschetta oder Bruschetta oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Aber heute koche ich nicht drin, sondern draußen. Das Rezept und alles gibt es gleich, aber erstmal muss ich ein Feuer machen und ja, dann geht's jetzt los. Bis gleich. So, und während das Feuer jetzt vor sich hinglüht, habe ich hier schon mal das Rezept rausgeholt. Und die Zutaten bestehen aus Tomaten, Champignons, Mozzarella, Ciabatta Brot, Olivenöl, Salz, Pfeffer und italienische Kräuter. Und das entspricht jetzt der Portion für eine Person ungefähr. Hier rechts habe ich nochmal die Schritte. Und zwar einmal Pilze, Tomaten und Mozzarella klein schneiden, dann anbraten, dann Ciabatta anbraten, also die zwei Scheiben Ciabatta anbraten in Olivenöl, bis es braun ist. Dann die Tomaten und Pilze so lange anbraten, bis der Mozzarella schmilzt und das dann würzen. Und die angebratenen Pilze und Tomaten dann auf das Brot geben und dann ist man auch schon fertig. Und ich lasse es bei meinem Rezept lasse ich die Mozzarella raus. Ja, das kann man machen, muss man aber nicht. So steht es im Originalrezept, aber ich mache es ohne. Ja, dann geht's jetzt los. So, dann fange ich jetzt an, die Tomaten zu schneiden. Und zwar habe ich jetzt keine große gehabt, deshalb habe ich jetzt ein paar kleine genommen, insgesamt 7. Ja, erstmal schneide ich die jetzt in Würfel. So, jetzt habe ich alles fertig geschnitten, das Feuer brennt und jetzt kommt die Pfanne aufs Feuer und dann werde ich das erstmal in Olivenöl anbraten. Jo. So, die Tomaten und die Pilze sind jetzt in der Pfanne und die müsst ihr jetzt erstmal ein bisschen anbraten lassen, 3-4 Minuten und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. So, jetzt schneide ich eben 2 Scheiben Ciabatta Brot ab. Das ist schon etwas sehr hart, aber egal. Und dabei immer hier schön rühren, damit nichts anbrennt. Eins. Und 2.
So, und so sieht jetzt ungefähr die Tomaten und die Pilze aus. Und dann melde ich mich gleich wieder, wenn das fertig ist. Das ist jetzt fertig, das werde ich jetzt umfüllen und dann kommen die Brotscheiben da rein. Und das ist sehr heiß geworden. Deshalb. Das war nicht gut, aber das ist auch kein Problem. So. Und so, das hält. So, jetzt wieder ein bisschen Olivenöl rein. Da geht's auch schon wieder los. Ja, ein bisschen mehr. Und also jetzt die Scheiben so lange anbraten, bis sie schön knusprig sind. So, die Brotscheiben sind jetzt schön braun. Die müssten jetzt in den nächsten Sekunden fertig sein. Ich halte sie noch mal kurz drüber. Ja. So, die werde ich jetzt hier in die Pfanne legen. Das ist ordentlich angebrannt. Das ist nicht gut, aber Leben geht weiter. Ja, und fertig ist das Gericht. Ich werde mal probieren, wenn es nicht allzu heiß ist. Mmh. Göttlich. Oh. Ja, das war's dann jetzt auch eigentlich schon wieder. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachkochen. Viel Glück. Nicht solche Pannen wie bei mir, aber man sieht ja, es hat funktioniert. Ich werde das jetzt noch genießen und dann sehen wir uns nächste Woche, versprochen, beim nächsten Video. Ciao.